Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Gold Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir die 5. Arena gemacht und gehen jetzt in die 6. Arena. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Natürlich darfst du. Sie hat 3 Pokémon und die erste ist ein Magnetilo. Dementsprechend, Millie. Man sieht schon, das Level ist... Ich finde, das ist teilweise vielleicht ein bisschen komisch gemacht, dass dafür, dass man... Wow, sehr gut gemacht. Dass man jetzt quasi direkt aus der anderen Arena kommt und eigentlich direkt hingehen kann, ist vielleicht der Levelsprung ein bisschen sehr hart. Weil er hatte 27 und 30, der Hartwig, und sie kommt jetzt mit 30, 30 und 35. Das ist vielleicht doch ein bisschen übel, vor allem das letzte Pokémon hätte nicht so stark sein müssen. Das hätten sie auch ruhig, keine Ahnung, 32 machen können, das hätte auch schon gereicht. Aber 35 direkt? Ultraschall sieht aus wie ein Windstoß. Ja. Na gut, aber wir haben ja ein starkes Pokémon, was sich dem letzten Pokémon entgegensetzt. Es ist nämlich Stalos. Und Stalos hat, wie wir wissen, eine sehr, sehr schlechte Spezialverteidigung und ist ein Bodentyp. Dementsprechend Triton. Du bist an der Reihe. Surfers an die Wand. Ich gehe mal davon aus, höchstens 2 Surfer. Vielleicht reicht es sogar mit dem einen. Na, okay, 2 Surfer. Du kannst Sonntag? Was? Und du hast Hypertränke, was? Ja. Ja. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Ich brauche noch einen Surfer. Ich muss eine Attacke aushalten, was auch immer jetzt kommt. Eisenschweif, okay, das geht klar. Hoffe ich. Woher wenn du gute Verteidigung? Und es ist nicht so effektiv. Gut, das hätten wir. In der Tasche! Deswegen wollte ich halt unbedingt an den Pegato haben, weil ich glaube, mit Tyrakok wäre das doch recht schwer geworden. Außerdem ist sie nebenbei gerade die erste Arenaleiterin, die einen Trank benutzt hat. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Und Geld. Ganz viel Geld. Den Stahlorden. Yay, damit haben wir 6 Orden. Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Ich denke mal, das ist Eisenschweif. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lehren. Okay, danke. Tschüss. So, dann würde ich sagen, ohne Umwege, auf nach Mahagonia City. Wir haben noch was zu tun hier in der Stadt. Erstmal die Stadt erkunden. Und Malte trainieren. Das kommt jetzt an allererster Stelle. Der sollte jetzt auch mal ein bisschen Training bekommen. Das wird sich vor allem mal bald entwickeln. Wobei, wo wir gerade jetzt fliegen haben, können wir, glaube ich, so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wir können uns nämlich noch ein paar Sachen abholen, bevor wir hier weitermachen. Ich packe erstmal auf jeden Fall Malte nach vorne. Ich will nämlich immer noch ein X-Bad haben. So, ich möchte kurz mal nach Dokatia sehen, um zu sehen, was... Ja. Brr. Genau, wie sehr uns jetzt unser Zubat mal mag. Weil wir haben jetzt nicht allzu viel gekämpft, aber wir haben ihn doch immer schön dabei gehabt. Fandest du deinen Pokémon gut? Werdest dich auch gleich lieben, ne? Lass uns Zubat Goldwald sehen. Es verhält sich dir gegenüber sehr freundlich. Es muss glücklich sein. Das klingt schon mal gut. Oh, ein Team Rocket-Typ. Aus der Weg, verschwinde! Ist ja gut. Moment, bevor ich hier wieder abhaue. Bill. Bill. Du hast noch ein Evoli. Und ich glaube, ich weiß auch, was ich aus dem Evoli machen... Nein, da möchte ich nicht hin. Ich weiß, was ich aus dem Evoli machen werde. Dementsprechend... Ja, ich habe mehrere Evoli-Anfragen bekommen. Ich glaube, 4 waren das jetzt im Endeffekt. Und ja,
Feiern, tu uns einen Gefallen und nimm dieses Evoli. Es kam mir, als ich in der Zeitkapsel gerade gearbeitet habe. Jemand soll sich darum kümmern, aber ich gehe nicht gerne... Was auch immer. Raus, glaube ich, hat er gesagt. Willst du für mich mit ihm spielen? Okay. Ich wusste das, großartig. Du bist ein wahrer Held. Okay, ich zähle auf dich. Pass gut darauf auf. Können wir noch einen Spitznamen geben? Ja. Und es ist männlich. Natürlich ist es männlich. Aber es ist auch ein Evoli. Evolis sind fast immer männlich. Also wir haben ja schon Wasser und ein Elektro-Pokémon im Team. Ein Flamara möchte ich nicht. Wobei, wir hätten ein Feuer-Pokémon. Es wäre leichter als ein Psyana oder Nachthara. Aber ich habe mir gedacht, ich will da eher ein Psyana draus machen. Und wer mir auch direkt gesagt hat, dass es mit dem Psyana sein möchte, ist Kira. Von daher haben wir unser Evoli namens Kira. Professor Lind sagt, Evoli kann sich in neue, unbekannte Arten entwickeln. Wo wir eigentlich gerade hier sind, und es ist ja auch gerade kein Sonntag, oder nee, ich glaube Montag sind die Friseure aus, zu, weg. Gehen wir mal kurz zum Friseur mit Golbat. So, willkommen im Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der Coiffeur-Brüder. Ja, wie wär's? Welches Pokémon? Malte. Erst einmal. Soll cool aussehen. Malte wird immer cooler. Bitteschön. Fertig. Malte sieht fröhlich aus. So, als nächstes möchte ich kurz mal nach Hause, um zu sehen, was wir jetzt eigentlich von unserer Mutter alles gekauft bekommen haben. Hat ja auch jetzt schon einiges gekauft. Und ab nach Neuborgia. So, ist ja hier am PC alles, oder? Dekoration. Bett. Federbett ist schon da, okay. Nein, nein. Poster, die Karte. Ornament, Glumanda-Puppe. Rechts. Das ist schon. Yay, wir haben eine Glumanda. Hat sie nicht schon mehrere Sachen eigentlich gekauft? Der hat mich schon mindestens drei oder viermal schon angerufen dafür. Du bemühst dich sehr, ich habe das Zimmer aufgeräumt. Nein. Nein. Okay. Whatever. Vielleicht hat sie mir irgendwelche Sachen in den PC gelegt. Und ich weiß nichts davon. So, Azalea. Pokebälle abholen. Und neun abgeben. Ich nehme aus meinem Lager eben mal einen neuen Aprikoko mit. Nein. Nicht Bills PC. PC von Jan. So, schauen wir mal, ob vielleicht irgendwas im Lager haben, was sie uns da gebracht hat. Nicht wirklich. Vielleicht den Supertrank. Oder den Schutz. Machen wir mal ein Blaues. Jo. Was haben wir jetzt erst abgegeben? Weiß, oder? Weiß war der Turboball. Gegen Pokémon, die fliehen können. Ah, ja, ich bin gerade fertig geworden. Du hast aber lange gebraucht. Hier hast du deinen Ball. Gut. Er ist großartig geworden. Versuche, ein Pokémon damit zu fangen. So. Na gut, ich muss erstmal rausgehen. Und wieder reingehen. Und jetzt kann ich wieder das abgeben, ne? Ja, pflücke sie von Bäumen, bring sie zu mir. Ich werde ihre Bälle. Hast du Aprikokos? Ich werde einen Ball daraus machen. Ich werde einen Tag brauchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, hätten wir das auch erledigt. Gibt es noch was wir machen müssen? Da nicht. Nein, nee. Okay, ab nach Mahagonia. Aber im Level ist Evoli. Eigentlich habe ich gar nicht geschaut. 15? 20 sogar direkt. Ja. Gute Spezialverteidigung. Aber bis wir den Petala haben, lasse ich erstmal Kira nochmal auf der Box. Wird auf jeden Fall später noch zu einem Psyana trainiert. So, mal ablegen. Kira. So. Da muss man ja schon ein bisschen umschauen. Wie? Team Rocket ist wieder da? Ich sah einige Männer in Schwarz am See des Zorns. Hm, okay. Pokémon werden stärker, wenn sie sich entwickeln, aber sie erlernen neue Attacken auch langsamer. Das stimmt. Ich verhindere, dass ich meine Pokémon zu rasch entwickeln. Ich bringe ihnen verschiedene Attacken bei, bevor ich sie entwickeln lasse. Kann man auch machen. So, Arena ist blockiert.
Wenn du so weit gekommen bist, solltest du dir Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und seh dir den See des Zorns an. Ja, wir dürfen die siebte Arena noch nicht machen. Wäre ein bisschen krass, jetzt direkt zu die siebte zu machen. Wutkekse. Ach ja, die kann man ja hier kaufen. Hast du vor, die Garados am See anzusehen? Nee, ich möchte es fangen. Was gibt's denn mal so? Hey, das ist mein Verlief hier im Schnürchen. Körper des Werkes, aber Garados verkauft sich gut. Willkommen, womit kann ich dienen? Nippel. Bah. Also viele Sachen hast du nicht. Dann luchse ich dir doch lieber ein bisschen Geld ab, indem ich dir einen Nugget verkaufe. Und den Megablock. Brauche ich auch nicht. Musik. Alter. Was haben wir denn noch so hier? Ich höre, dass ein rotes Garados am See erscheinen soll. Das ist seltsam, da schon normale Garados in diesem See sehr selten sind. Das rote Garados, Mein Lieblingsprogramm im Radio, ich würde sagen Pokémon-Musik. Wir haben auch schon lange kein Radio mehr gehört. Lass uns durch. Hey Kleiner, ich sehe, du bist neu im Argonia City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe einen für dich, nur für nur 300, nein. Dann eben nicht. Der lässt uns doch nicht durch, egal wie viele Kekse wir kaufen. Ist da noch was? Argonia City, willkommen in der Stadt der Ninja. Was? Das ist mir nur, dass es die Stadt der Ninja ist. Hier kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Okay, dann gehen wir auch zum See des Zorns. Ich wollte ja noch Pokémon fangen und ich wollte ja noch den Kesselberg erkunden, fällt mir gerade so noch ein. Ups. Ganz vergessen. Ich brauche Tauros. Tauro, we need you. Toro da. Wir brauchen deine Stärke. Sonst können wir den Kesselberg nicht ganz erkunden und Pokémon fangen. Vielleicht gibt es ja dort mal ein paar neue Pokémon. Da muss aber auch Miller wieder nach vorne. Ja, fast. Millie wieder nach vorne. Mit Stärke könnten wir jetzt theoretisch auch in den Zinnturm gehen, fällt mir gerade ein. Und die Legenden dort mal aktivieren. Wir haben doch noch was zu tun. In Teak City. Machen wir das noch mal eben fix. Ob es doch in diesem Part 2 sein sollte oder im nächsten, sehen wir ja noch, aber aktivieren wir sie wenigstens mal. Ach nee, Zertrümmerer war das, nicht Stärke. Okay. Kommando zurück. Wir wollten dann jeden. Wobei ich glaube, Toro könnte auch sicher Zertrümmerer lernen. Wahrscheinlich. Und wenn ich ihn jetzt quasi nur als VM-Opfer benutze, ach, ist jetzt auch egal. Wir holen uns jetzt hier ein neues Pokémon. Ein Vati haben wir schon. Hatten wir zumindest. Jetzt haben wir einen Ampharos, den man sieht. Wobei ich jetzt kurz mal gucken muss, wie ist jetzt die Route hier aufgeteilt? Da rechts. Nee, das ist also alles hier Route 42. Okay, da müssen wir so links gar nicht erst gucken. Ich glaube, links war auch kein Gras. Man könnte alle höchstens was angeln. Habitak. Hatten wir auch noch nicht. Dann holen wir uns einen Habitak. Überlebt ein Tackle? Wie ist der Angriff von Ampharos? 59. Malte? Ich glaube, wir wechseln mal eben zu Malte. Malte kann das Schwächen übernehmen. So. Knabber, knabber. Alter, Malte! Übertreib's nicht! Nein, wir wollen wieder mal nicht mit Pokémon nach dem werfen. Wir wollen nämlich aber nur einen Superball werfen. Wollte jemand ein Habitak sein? Nein. Wie ist nochmal das Habitak hier, was man getauscht bekommt? Hapsi? Ich glaube, Hapsi hieß es. Deswegen werden wir es auch einfach Hapsi nennen. Es flattert mit seinen kleinen Flügeln, um Insekten aus dem Gras zu scheuchen und zu verspeisen. Eine schlaue Taktik, Hapsi. So, hab sie.
hätten wir hier schon mal eins gefangen. Jetzt fangen wir hier drin noch eins. Und beim nächsten Mal erkunden wir dann die Höhle nochmal. Aber fangen wir uns erstmal wahrscheinlich einen Kleinstein oder so. Keine Ahnung, was kommt so in der Höhle. Zubat, haben wir schon. Zubat! Hat eine hohe Stimme. Na komm. Zubat! Ach, fangen wir uns beim nächsten Mal einfach an, ein Pokémon hier. Vielleicht gibt es auch nur Zubats, wer weiß. So, beim nächsten Mal erkunden wir die Höhle, fangen uns an Pokémon. Und das war's erstmal von Pokémon Gold. Meine Aufnahmesession ist vorbei. Es ist heute jetzt für euch, glaube ich, der 5. Januar. Und bis die Folge kommt, habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen aufgenommen. Aber das waren jetzt 10 Folgen am Stück. Könnt ihr mir sagen, ob die Aufnahme-Kommentierqualität von mir vielleicht so gegen die letzten Folgen ein bisschen gesunken ist, so über die letzte Zeit? So, ich sag mal so, die letzten Tage, war es dann immer noch genauso gut wie sonst oder war es ein bisschen eher so abgeschlaucht? Das würde ich gerne mal wissen. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.